Pfeifen, Rauch in Wetzlar. Herr Rauch, wir haben letzte Woche gesprochen über die Pfauenpfeifen, die Sie hier im Haus haben. Nun wollen wir einfach ein bisschen mehr zum Unternehmen wissen und zu den anderen Produkten. Sie verkaufen viele Pfeifen, also Sie verkaufen auch ein paar Zigarren. Nicht nur ein paar, sondern ein schöner Humidor, begehbarer Humidor. Dazu auch im Hintergrund sieht man das. Das Getränkesegment ist auch gewachsen, wächst wahrscheinlich weiter mit vielen Informationen, die man sich dazu besorgen muss. Schwerpunkt ist aber nach wie vor die Pfeife? Vom Umsatz her nicht. Vom Herzblut ja. Also begonnen habe ich den Laden ja, weil ich selbst gern Pfeife rauche und weil in Wetzlar kein Pfeifenladen mehr war. Und es mir immer schwerer fiel, noch irgendwo eine Pfeife zu bekommen. Und da habe ich dann selbst damals begonnen, im Autohaus mit Pfeifen zu handeln, die auszustellen, zu verkaufen. Dr. Heiko Behrens, so wie Sie ihn, der Pate. Richtig, genau, das war der Geburtshelfer. Damals, er kam dann nämlich mit seinem Tabak noch dazu und dann entstand da so nach und nach ein Laden draus. Die Zigarren kamen dann später dazu, der Whisky noch später, also ist im Laufe der Jahre einfach gewachsen. Aber mein Herz hängt an der Pfeife. Und vom Umsatz sieht es so aus, dass wir ungefähr ein Drittel mit Pfeifentabak machen, ein Drittel mit Zigarren und das restliche Drittel, das verteilt sich dann auf die Pfeifen und RBA. Also die Pfeife ist nicht der Hauptumsatzbringer, aber das Thema, was mich selbst am meisten interessiert. Bei den Zigarren, haben Sie da Schwerpunkte, dass man sagen kann, das sind die Habanos oder sind die Nicaragua oder ist das die Dom Rep? Wenn Sie sich im Klimaraum die Aufteilung anschauen, dann werden Sie feststellen, dass eine komplette Seite dominikanische Zigarren beinhalten, auf der anderen Seite sind Nicaragua, Honduras und Kuba. Also da ist bei uns so ein bisschen Schwergewicht bei den dominikanischen. Liegt vielleicht aber auch am Außendienst, weil eben ja, manche da sehr rege sind. Und dann ihre Produkte mehr reindrücken in den Humidor. Das ist ja ein guter Tipp für die Hersteller. Ich glaube, das wissen die sowieso, wie man das macht. Ja, also die Zigarren, ein Drittel Umsatz. Und mit Zigarren machen Sie auch bestimmt Events. Ja. Überhaupt machen Sie Events, habe ich immer gesehen. Wir berichten ja auch drüber ab und an. Aber es ist mir aufgefallen, dass Sie doch da auch sehr rege sind. Ja, wir machen Veranstaltungen, wenn Neuheiten da sind, also nach der Messe, in der Tabak, machen wir einen Abend. Da haben wir Gott sei Dank ja hier in Hessen noch die Möglichkeit, dass wir noch rauchen dürfen. Es gibt also einige Räumlichkeiten. Oft gehen wir oben ins Gasthaus Tasch, da ist ein großer Raum, da können wir mit über 30 Leuten schön sitzen. Und ja, wenn dann vom Außendienst jemand da ist, die Frau Wedel von Kohlhaas oder der Herr Möllmann, es kommen auch manchmal die Importeure selbst, also Gilbert war schon mal bei uns und so. Oder die Licenciado haben wir bei uns vorgestellt, auch hier. Der Steffen Rinn bestimmt auch. Der ist des Öfteren auch schon da gewesen, ja genau. Der Conferencier der Zigarre. Der macht das natürlich auch gern. Ist ja auch hier sehr bekannt bei uns in der Gegend, ne, weil er früher viele Menschen hier beschäftigt hat. Den kennt man. Ja, dann machen wir Veranstaltungen und das bringt A, Bekanntheit für den Laden, B, aber auch neue Produkte dann schneller in Umlauf. Das haben wir schon festgestellt, wenn abends Zigarren verkostet wurden oder neue Pfeifentabak, das dann hinterher auch hier im Laden danach gefragt wurde. Wie machen Sie das mit den Getränken? Der Whisky war also eigentlich der erste Begleiter zur Zigarre, wurde auch in verschiedenen Events entsprechend promotet. Ich habe den Eindruck, wirklich zurzeit darum, als Produkt 2, der Gin wächst hinterher. Wie kann man sich da schlau machen an Ihrer Stelle? Ich habe das Glück, dass ein Bekannter von mir Whisky importiert. Er ist Brandmaster Germany von Glengoyne, er steht in Limburg auf der Whisky Fair, in Frankfurt auf der Interwhisky. Der hat mir also viel verraten, ich jetzt einfach von aus seinem Erfahrungsschatz. Er kommt 3-4 Mal im Jahr zu uns, macht hier bei uns im Laden dann die Whisky-Sprechstunde. Er informiert also die Kunden über Neuheiten, aus schottischen Whiskys dann Neuheiten. Und im Rum-Bereich, gut, da habe ich mir ein bisschen was anlesen müssen. Das haben ja mittlerweile einige Tabakleute mit ins Programm aufgenommen auch. Die bieten ja auch Alkoholika mit an. Da kriegt man dann auch, naja gut, ein paar Flyer mal Informationen. Aber ansonsten muss man sich auch ein bisschen dann belesen zum Thema. Internet ist ja auch ein Thema bei Ihnen. Sie verkaufen ja auch im Internet, Sie bieten an im Internet. Verkaufen? Nein, also ich habe keinen Internetshop. Ich möchte eigentlich lieber, dass die Kunden zu mir kommen. Ich habe keinen Internetshop. Das Internet ist für Sie also sozusagen die Informationsplattform. Richtig. Ich zeige im Internet Neuheiten, die bei uns eintreffen. Ich berichte über neue Pfeifen, Tabake, Whisky, Rum, was eben an Neuheiten da ist. Aber ich möchte eigentlich keinen Internethandel. Ich möchte eigentlich den Kunden hier im Laden haben, weil ich sage, neuen Tabak kann man zwar sehen auf dem Bild, aber schnuppern und testen kann man ihn nur hier.
Und auch so wie Sie vorher gesagt haben, wie die Pfeife, man schaut sich an, dann möchte man es in der Hand haben. Richtig, ja. Und so ist es auch beim Whisky. Das Label kann ich fotografieren von der Flasche, aber riechen, schmecken kann ich ihn doch nur hier dann. Deshalb bin ich eigentlich ein Verfechter vom Ladengeschäft. Aber ich weiß auch, dass der Internethandel natürlich immer stärker wächst und dass man sich wahrscheinlich in Zukunft auch nicht gegen wehren kann. Aber ich werde dieses Jahr 60, ich werde es nicht mehr anfangen. Vielleicht mein Sohn. Gut, aber Sie werden die nächsten Jahre noch die Pfeife im Verkauf haben. Und ich denke mal, dass Sie auch ein paar Wünsche haben. Was sind die Wünsche für 2015 bei Ihnen? Meine Wünsche sind, dass die Firmen weiterhin zur Pfeife stehen. Ich hatte vor ein paar Jahren das Gefühl, dass die schon so ein bisschen die Pfeife fast als verloren aufgegeben haben. Die letzten Jahre hat sich Gott sei Dank gebessert. Und ich wünsche, dass die Hersteller weiterhin innovativ bleiben, so wie Faun das macht. Petersen zum Beispiel ist da jetzt wieder einer, der eben nur konservativ, nur die alten Köpfe, aber gut, die haben auch ihre Kundschaft, die haben auch ihre Liebhaber. Savinelli macht auch einiges, oder? Savinelli macht auch einiges, haben wir auch eine ganze Tafel da. Ja, aber wie können die helfen? Faun macht es gut mit dem Prospekt, den sie rausgeben, das ist eine gute Verkaufshilfe. Aber was können andere Großmann? Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, auch mit Herrn Möllmann drüber gesprochen, wenn man so Einsteigerabende macht zum Beispiel, Jugendliche vielleicht dazu bringt. Aber das machen wir eigentlich hier im Laden, vor Ort. Wenn junge Leute kommen, dann setze ich mich mit denen hin und sage, komm, wir rauchen mal ein Pfeifchen zusammen. So das erste Stopfen ist manchmal ein Problem, ne? Zu fest, zu locker. Das machen wir dann hier vor Ort. Wie der Hersteller selbst da jetzt was machen kann, wüsste ich gar nicht. Was sollen die? Die sind eigentlich angewiesen auf uns, dass wir vor Ort die Pfeife in Umlauf bringen, dass wir beraten und eben auch vorhanden ist, dass man sie ausstellen, zeigen kann. Der Hersteller kann eigentlich nur schauen, dass er am Markt sich informiert, was gut geht, welche Modelle sind gefragt. Man hat es ja auf der letzten Intertapa gesehen mit den kleinen Köpfen. Haben ja einige Hersteller kleine Köpfe gebracht. Wahrscheinlich Rechnung getragen der Situation, dass der Freund vor die Tür geht, um Zigarillo zu rauchen und der Pfeifenraucher dann sagt, na komm, dann gehe ich mit, aber eine große Pfeife dauert zu lang, dafür dann die kleinen Köpfchen. Ich glaube, da hat man schon reagiert. Aber die Frage wird mir ja schon mal gestellt, was kann der Hersteller tun? Ich glaube, das ist schwierig. Die können Marktforschung machen, können versuchen, die Produkte anzupassen an die Bedürfnisse. Aber ansonsten können die eigentlich nur hoffen, dass der Handel vor Ort das Nötige veranlasst. Gut, ich denke, die Hersteller können für eins sorgen, dass in der Öffentlichkeit das Thema Pfeife möglichst positiv dargestellt wird. Da kann man natürlich über Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit versuchen. Es ist ganz schwer. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Es ist ganz schwer, aber ich denke mal, das sind wichtige Bausteine, um dem Handel hier Unterstützung zu geben. Herr Eckert von Faulen sagt ja immer, es wird wieder mehr Pfeife geraucht. Er ist ja positiv hier eingestellt zurzeit. Auch andere Händler haben mir das schon berichtet oder andere Hersteller. Also die Pfeife ist wieder da. Ganz viele junge Leute, da hat Faun auch mit zu beigetragen durch die Herr der Ringe und Auenland. Das hat viele junge Leute gelockt, aber auch unabhängig jetzt von Herr der Ringe kommen jede Woche ein-, zweimal junge Leute, die sagen, ich möchte das gern mal probieren. Und dann ist eben der Handel vor Ort gefragt, dass man die informiert, dass man nur sagt, hier, da kauf eine Pfeife, möglichst teuer, ist Quatsch. Ich sage denen dann lieber, nehmt eine günstige, kauft euch eine zweite, ist viel besser, dass ihr wechseln könnt. Tabake muss man da haben zum Schnuppern, muss denen auch mal ein Bröbchen geben können und so. Weil die Einsteiger bieten ja Potenzial für den Handel. Da ist ja noch Bedarf. Der gestandene Pfeifenraucher hat genug Pfeifen, da ist jede weitere Sammelleidenschaft. Er braucht eigentlich keine. Ja, ich kann das aus eigener Erfahrung, ich habe rund 60 Pfeifen und ich rauche davon eigentlich nur 4. Man hat seine Lieblinge, die man immer wieder, genau so ist das. Also der Neueinsteiger, der bietet eigentlich für den Handel die größte Chance, Umsatz zu machen. Deshalb sollte man sich um den ganz intensiv kümmern, Zeit nehmen für die jungen Leute. Noch ein Stichwort, Handmade-Pfeifen. Ja, gut, ich habe hier von dem Frank Stollenberg aus der Nähe, weil der ja ganz hier bei Marburg wohnt, ein Pfeifchen immer da, aber vom Uwe Jopp, gut, vom Paul Winslow natürlich auch. Da hatte ich jetzt gerade wieder mal 60 Stück bekommen für eine Woche zur Auswahl, also um die 30 habe ich sowieso da hängen. Und dann hatte mir der Herr Wolf, der Außendienstler, nochmal für 10 Tage geschickt. Und dann hatte ich natürlich Kunden informiert über meinen Rauchmelder und was man so alles tut. Dann dass eine größere Auswahl da ist, das hilft dann auch mal. Das lockt wieder mal an. Schön, das hört sich doch eigentlich alles ganz positiv an. Und ich denke mal, dass wir also nicht unser letztes Interview in dieser Form geführt haben, dass ich dann wieder mal nachfrage im nächsten Frühjahr, wie war es denn, Herr Rauch? Gerne.
ja. Also ich bin ein Verfechter der Pfeife, ich bin für das Genussrauchen. Ich rauche keine Zigarette, habe ich während der Pubertät mal probiert, wie das wahrscheinlich jeder macht. Habe das aber für nicht gut befunden, hat mir nicht geschmeckt. Und seitdem rauche ich Pfeife. Und das versuche ich einfach weiterzugeben. Viel Erfolg dabei. Danke.